Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA World Liga Teams. So, wir sind glaube ich bei der 9. Folge. War schon. Ja. Denn, ja, kann sein, ja. Spielen, drücken. Und wenn das die 10. Folge ist, dann kriegt mir auch das vielleicht oder die 8. oder so, da kann ich halt nicht zählen. Deutschland. Lassen wir mal so. Und dann wird es hier rumliegen. Mal gucken, gegen wen wir heute spielen. Gegen Real Madrid wieder mal. Gibt so richtig viele spanische User-Teams. Das sind User einfach so spanische Teams. FC Barcelona Thema, Real Madrid Thema. Bis jetzt hatten wir einmal Deutschland als Gegner und ich glaube einmal Asien. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube einmal Asien. Ja, hier sieht man Bale, wie der einfach abgeht und einen schönen Pass in die Spitze steckt. Hier hummelt wie ein Tor schießt. So. Wie gesagt, wir haben Madrid gegen Deutschland. Und Santiago Bernaboy, Spielkommentator. Okay, ich hoffe, der letzte. Die anderen brauchen wir nicht hingucken. Die sind eh nicht wichtig. Wir hängen. Heidi Schnitty ist heute der Schiedsrichter. Hier sieht man die ganzen Spieler von Real Madrid. Hier die Aufstellung von Real Madrid. Hier unsere Spieler. Also von dem BFC oder Deutschland. Hier die Aufstellung. So. Dann kann es doch beginnen. Anstoß. Hat Real Madrid. Ich wollte gerade sagen, die erste Flanke ist schon versaut, aber hat er nicht. Hat er nicht, kann er nicht. So, schön den Ball geholt. Gehen durch. Ich spiel Kopf da. Nee, jetzt zieht er durch. Jetzt zieht durch, jetzt zieht durch. Sehr schön vom Boateng. Schade. Ah, da. Warum peilt er es? Geh doch einfach weiter, wenn er sich nicht durchsetzen kann. So, gucken. Keine. So leicht nicht. So. Ich hab nach vorne gedrückt und der macht es einfach nicht. Er macht es einfach nicht. Warum ist das so oft so, dass er einfach nicht was macht? Was? Ja. Ich drück daheim und der rennt hin. Er denkt sich so. Ich will den Ball nicht. Ich hab eh nicht bezahlt, also. Nee. Ach, gibt's. So, wirklich. So. Der ist schon von Hummels, glaube ich, war das. Und da rennt nicht Reus. Das ist kein Foul. Ist kein Problem. Naja, ein bisschen, aber trotzdem. Hätte er weiter spielen halten können. Sollen dürfen. So. Und wir haben wieder nicht den Ball, weil einfach. Ich verstehe das irgendwie nicht. Warum ist das schon mal so weit vorne? Da kann man den noch gar nicht anspielen. Naja, hier die erste Chance von Bale. Würde ich mal meinen. Ja, von Bale. Kommt. Angriff. Renn doch mal zum Ball. Ich verstehe das nicht. Ja, spiel ruhig zum Gegner. So, Reus hat den Ball. Und das lag einfach nur. So, Reus geht. Reus geht. Und seit wann ist Carvajal fast so schnell wie Reus?
Oh, schön gespielt. Und das Tor. Oh, da habe ich wirklich noch in die Mitte gekommen. 1-0 Thomas Müller in der 35. Minute. Auch richtig schöne Flanke von Beuys. Ich weiß, er flankt in die Mitte, aber er hat er doch zu Thomas Müller lang. Und Thomas Müller macht das richtig gut. Köpft noch in die Mitte, wo Hummels? Ne. Wo irgendeiner steht. Und köpft dann nochmal zu. Ne, köpft ihn vorwärts an. Und dann habt ihr den Müller da und schießt ihn rein. Und Paul. Nein. Oh, sehr schön. Ein Fehler vom Gegner, aber trotzdem. Komm. Sehr schön spielen wir jetzt. Sehr schön. Na. Welche Flanke hätte denn wäre der Gegenspieler dran? Welche Flanke denn? Da hätte ich durchgehen können, aber war denn zu spät, durch die klassische Möglichkeit. Oh. Oh, Sepp, ich wollte gar nicht schießen. Wäre dennoch auf Tor gegangen. Und dennoch ein Tor. Naja gut, 0:1, Halbzeitpause. Thomas Müller hat das Tor geschossen in der 35. Minute. Hier nochmal ein paar Chancen. Oder das Tor sogar schon. Aber kann sie das noch fast ankommen? Ich glaube, das war ja sogar schon die einzige Chance, oder? Nee. Gab schon mehrere, aber der hat nur eine gezeigt, wie er spielt. Naja, es geht weiter. Vielleicht wechseln wir noch andere Schüler ein. Man weiß es nicht. So, Müller geht, aber der passt natürlich nicht zu Müller, wie immer. Oh nee, fängt halt nicht schon wieder an. Hier zu dribbeln. Dies gibt zu dribbeln. Aber schön gehalten von Neuer. Man kann einfach nichts gegen machen. Man muss erstmal da reinfinden, wie er geht, und dann kann man was machen. Okay. Ja, und schön zum Gegner passen. Finde ich irgendwie gut. Manuel Neuer feuert nochmal alle an, dass sie lieber rausspielen sollen. Und sie machen es einfach nicht. Entweder treffen die den Ball nicht oder spielen einfach den Minen an. Komm. Okay. Wir wechseln gleich Schüler ein. Weil der Flug gefällt mir gerade nicht so. Oh, sehr schön. Und wieder den Ball verloren. Sehr schöne Parade von Manuel Neuer. Wo rennt er denn hin? Er rennt einfach zu irgendeinem Zuschauer oder so. Hätte ich erst gedacht. Hier nochmal die Chance. Schön gehalten. Der ist schon nicht angebunden. Ja, so kann man es auch machen. Das ist eine gute Taktik, einfach auslaufen. Nee, ich wollte eigentlich dazu Dinge passen. Ich wollte nicht schießen, ich wollte nur den Ball holen. Was für eine Chance! Junge! Warum Götze rastet aus? Alter! Ich glaube, das ist ein Weitschuss spät, Alter.
Alter. Ey, wäre der reingegangen. Ey. Nein. Und das Gegentor. Da habe ich nicht aufgepasst, weil ich immer noch so schockiert war wegen dem Latte davor. Ja. Freu dich ruhig. Hier nochmal das Tor. Mann, das war so richtig geiler Latte. Vielleicht werde ich den noch mal reinschneiden. Ey, wirklich. Alter. Er schießt da einfach von 50 Metern Druck und trifft einfach. Fast. Nee, ne? Nee. Darauf habe ich keinen Bock. Darauf habe ich keinen Bock. Nee. Nee. Die Abwehrspieler passen einfach nicht auf. Kann nicht sein. Ja, freu dich ruhig. Hast einen Grund zu freuen, Alter. Die Abwehrspieler einfach nicht aufpassen. Ich drück B, die machen nichts. Kann einfach nicht sein. Kann einfach nicht sein. Das ist einfach die Taste ganz fest. Ja, das ist eine Ausrede. Tasten klappen einfach nicht. So. Ja, ruhig. Müller, renn noch mal. Nicht so schnell genug, wie alle behaupten. Sollte wirklich passen. So, jetzt hat er den Trick raus. Dass er schön dribbelt. Finde ich gut. Sehr schön von Reus. Alter, was ist das denn für ein Spiel? Nervenzerreißend, wirklich. Schön angenommen und schön so. Ich weiß ja, der wäre noch daneben gegangen oder so. So, jetzt will er durchgehen. Der Cristiano Ronaldo wieder mir auf den Keks geht. Wieder mir auf den Keks geht. Nee, ne? Nee, Mann, da stand doch keiner. Das ist ein Pass zu Miller sein. Da wusste ich nicht, wo er hinspielt. Kann auch sein, dass er auf Cristiano Ronaldo spielt, so wie wir jetzt machen. Ja, spiel ruhig zum Gegner. Spiel ruhig zum Gegner. Hauptsache ein Gegentor. Habe ich ja schon 20 Millionen Mal erwähnt. Ja. Hauptsache zum Gegenspieler. Und ein Gegentor kriegen. Komm, renn, 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 renn. Den pfeift er das wieder ab. Mann, das war auch bei der Einzelspielersaison so. Kann doch nicht sein. Er pfeift einfach jeden Scheiße ab. Das kann nicht sein. Nachher erstmal mit FIFA schreiben, Alter. FIFA wurde, das kann doch nicht sein. Einfach am Forum schreiben, warum die so eine Scheiße machen. Vielleicht ein Schiedsrichter besser machen. Anstatt immer nur irgendwie Spielprinzip, dass die Schiedsrichter irgendwie. Nee. Naja, 2 zu 1, besser als 2 zu 1 zu verlieren. Oder, naja, wie auch immer. Sehr schöne Tore waren mit dabei. Und ein richtig geilen Schuss. Naja, dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao!